Leute, ich bin Eva. Willkommen bei Alles Eva Gaming. Heute ist Mal dabei. Hello! Willst du sagen, was wir in Adopt Me machen? Wir öffnen ganz viele Ocean Eggs. So wie gerade schon mal. Wir haben nämlich gerade schon mal für euch gefilmt und hatten kein Screen Recording. Also lasst uns einen dicken Daumen nach oben da dafür, dass wir das Video jetzt gleich nochmal für euch filmen. Wir wollen nämlich mit euch auch die Ocean Pets Neon machen. Wir waren heute live schon zu dem Event und es waren so viele von euch dabei. Vielen, vielen Dank an der Stelle auch nochmal. Und wir gehen am Sonntag nochmal um 19 Uhr live. Wir werden ein paar von euch anschreiben. Wie genau wir das machen, müssen wir noch mal gucken. Aber ihr könnt uns wieder helfen, die Pets aus Sachsen zu lassen. Genau, dann können wir die nämlich Neon machen. Wir schauen einfach mal, wie das am besten funktioniert. Weißt du was? Wir grüßen am Ende noch welche von euch aus der Gruppe. Wir sind nämlich jetzt 51.000 Leute in Avas Roblox-Gruppe. Das ist der helle Wahnsinn. Und jetzt öffnen wir erstmal ein paar Eggs. Wir gucken, dass wir noch ein paar Legendaries bekommen. Wäre es nicht so krass, wenn wir einen Neon Shark machen könnten? Oh, ich denke, das wäre cool. Ich wundere mich, wie die das dann Neon machen, weil das ist ja so eine... Warte, ich denke, wir haben einen. Warte, wie soll ich hier Shift? Hier, gut. Das ist ja alles so ganz flach. Werden die dann so die Flossen Neon machen oder wie werden die das machen? Das würde ich auch gerne sehen. Und die beste Art und Weise, das rauszufinden, ist, wenn wir es selber machen. Ja. Und jetzt zeig mal, was wir alles schon aufgemacht haben vorhin. Also, wir haben einen Shark. Leute. Wir können einen Neon-Clownfisch machen. Also, wir haben ganz viele Stingrays. Da machen wir definitiv einen Neon. Ein paar Delfine und noch ganz viele Crabs. Zwei Seahorses. Dann noch ein paar Narwhals. Wir könnten einen Neon machen. Hier ist mein Lieblings. Derp. Den habe ich im Live bekommen. So gut. Ich bin noch am Gucken. Dann haben wir hier noch ein paar, wie gesagt, Clownfisch. Mhm. Wir haben einen Hai und noch zwei Oktopusse. Und das sind all die Ocean-Tiere. Bevor wir jetzt weitere Ocean Eggs aufmachen, willst du schon mal deine drei Lieblingspets zeigen? Okay, gut. Also Nummer 3 ist, denke ich, der Seahorse. Ich finde den super süß mit den Flügeln und alles, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich finde, dass die Augen irgendwie so in Ball, so eine Lücke sind, finde ich irgendwie nicht so süß. Aber sonst liebe ich den Seahorse. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte ihn in rosa oder in lila find besser gefunden. Finde ich auch, weil gelb, was soll denn Farben? Gelb? Ja. Gelb ist eine schöne Farbe, aber trotzdem, irgendeine Farbe wäre finde ich schöner. Und dann, deine Nummer 2? Meine Nummer 2. Ich denke, die Crab. Nee, nicht die Crab. Oh, das ist schwierig. Ich denke, der Oktopus, wenn ich den hier... Ehrlich? Tue. Ja, ich weiß nicht, warum. Ich gar nicht gedacht. Ich finde, das ist ja so. Bam, bam. Ja, der ist echt bam. Süß. Geht und mit den kleinen Ohren da auch so süß. Ja, stimmt. Ja, aber mein allerlieblings. Ich denke, das konnten wir alle sehen. Ba, 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 ba. Guck mal, wie kann man nicht so ein Tier lieben? Und der was schwimmt so auch, sitzt. Ja, der schwimmt, als wäre er tot. So sitzt er, das ist ein Blitzen. Bab, okay. Das sieht sehr unfasziniert aus. Ja. Okay, jetzt haben wir also deine Top 3 Tiere gesehen. Schreibt uns eure Top 3 Ocean Pets unten in die Kommentare und ob ihr das Update gut findet. Ich find's gut. Ich muss mal die Nase jucken. Ah, Entschuldigung. Dann schauen wir erstmal, wir haben ja schon gesehen, dass die Nursery überschwemmt ist, ob die ganze Map überschwemmt ist. Einmal okay, auf zu den Gifts und ob da auch noch alles so ocean-eggig ist. Ich kann jemanden Please be legendary. Ja, okay, also, so sind wir auch gleich. Der Countdown ist weg, aber hier ist nichts überflutet. Nee, also die haben nicht die ganze Map überflutet, so wie die ganzen Gerüchte waren, immer die ganzen Monate. Doof, weil ich dachte, die würden überfluten. Die haben auch noch gesagt, the sea level is rising. Da dachte man so, überfluten. Und hätte nein. Ich auch gedacht. Nein. Und hier, was ich nicht so cool mag, ist, aber dafür ist hier noch die Deko. Aber nur bei der Nursery auch nicht sehr cool, finde ich. Ja, und die haben, denke ich, das Wasserlevel wieder auf normal gebracht. Hm. Ich hätte mich nämlich gefreut, wenn wirklich die ganze Map überflutet wäre. Finde ich auch, wo man so rumschwimmen könnte. Ja. Guck, weil aber wenn man hier drin ist, ist einfach nur so ein Hauch blau. Ja, aber das finde ich jetzt richtig schön. Aber nur bei den Pets ist es hier nur so... Ja, hier ist es ja auch richtig, richtig schön. Das mag ich ja auch hier mit der Deko. Aber sonst
ist nichts mehr. Okay, dann lauf mal langsam rein. Ganz okay, langsam. Da sieht man schon mal den ersten lila Seestern und ein bisschen Seegras. Hallo Seestern, ich nenne dich Perp. Und dann sieht man ganz viele Korallen und Seegras. Holly hat ein Shirt mehr. Holly hat kein Shirt mehr. Holly, ich bitte dich, zieh Holly, dich ordentlich zieh an. Zieh dich mal an! Wenigstens okay. Ein Bikini! Hier bei Dress Up, das sind mehrere von tausende Shirts. Alles sind umsonst! Da sind Kinder unterwegs! Das gelbe Shirt, wenn ihr bei Eva in der Gruppe seid, könnt ihr euch das da auch holen. Das finde ich auch voll schön. Und dann zeigen wir euch nochmal, wie man da rausglitschen kann und sich verstecken. Ich würde jetzt dafür kein Narwhal empfehlen. Ja. Zeig doch mal, wie das mit dem Narwhal funktioniert, beziehungsweise nicht. Gut, gut. So hier. Da ist nämlich wie so eine Kuppel drüber plötzlich. Also da holt man jetzt hier Stroller. Oh, hi. Oh. Oh, hi. Hello. Gut, mal schauen. Dann nehmen wir jetzt einen Stroller. Egal welcher. Ich nehme jetzt mal einen schönen Stroller. Ja, das sieht also ein bisschen seltsam aus. Also hier Give of Right. Also mit dem Narwhal funktioniert es nicht. Also deswegen würde ich irgendein Tier, wirklich jedes Tier, außer den Narwhal empfehlen. Seht den Unterschied. Hä? Warum kannst du jetzt, vorhin sind wir da so schön rausgeglitscht. Normal würde ich so, das Drop Head, warte. Oh, oh mein Gott! Und du nicht. Und jetzt ist er wieder drin. Oh Gott, habe ich mich gerade erschreckt. Ich dachte, du hättest ihn verloren. Ich würde empfehlen, vielleicht erstmal reinzugehen, dann sich das Tier abzuholen. Also normal würde es so gehen, dass, das Tier, dass der Stroller dann da rausgeht. Vielleicht liegt es einfach nur am Stroller. Dann gehen wir jetzt Catapult, dann gehen wir jetzt Ride. Ja, ja, jetzt hat es geklappt. Und da geht man einfach so raus und ist dann fröhlich. Und jetzt zeigst du mal die zwei Verstecke, die wir vorhin gefunden okay, haben. Okay, also man kann einfach hier... Als hätten wir das Video schon für euch geprobt. Haben wir auch schon. Normalerweise ist immer alles fresh und new. Ja. Okay, zeig mal das also erste hier, Versteck. Man kann sich in so eine Koralle verstecken. Irgendeine, wo man auch groß ist. Ich würde empfehlen, da kein Tier reinzuhaben. Findet euch niemand. Ich ja, und dann kann man auch so einen cooler Shot machen. Was auch ist... Warte mal kurz. Die Ava ist verschwunden. Wir haben keine Ava mehr. Oh nein. Und jetzt muss wieder raus. Hi! Doch, sie ist da! Lol. Noch ein cooles Versteck da draußen, das Häuschen. Hier ist, und das ist auch ohne Ocean Egg Event oder irgendein Welt, das ist schon immer da. Finde ich auch cool drin verstecken. Also, rein. Und vor allem hört die Welt da auf, das musst du auch mal zeigen. Das ja, ist voll süß. Ich will jetzt aber nicht runterfallen. Das haben wir schon mal probiert. Oh, ich kann nicht hier ein Auto reinmachen. Okay. Weil wir ja draußen indoors sind. Mhm. Aber wenn man bis ganz zum Ende läuft, bis zum Ende der Welt. Dann fällt man runter, aber dann ich will nicht runterfallen. Runter und guck, stirbt. Und da ist die Glitch-Map da drüben. Seht ihr diesen Spectre? Ja. Das ist ein Glitch-Map. Ah, oh cool. Ja. Oh mein Gott. Beweist das? Die Erde ist flach. Die Erde ist flach. Es gibt eine ganze Bewegung, die nennt sich Flat Earthers. Ja. Und wir haben den Beweis, die Erde ist flach, zumindest in Adopt Me. Okay, und jetzt machen wir endlich die Eier auf. Du musst erstmal Geld kaufen. Das ist dein Geld, du weißt, weil dein Geld ist jetzt weggegangen, oder? Da fliegt's durch die Luft. Bye-bye, Money. Wow, okay. Okay. Oh, komm, sei ein Legendary, sei... Ah, oh, noch ein Seahorse! Jetzt brauchen wir nur noch ein Seahorse, um ein Neon machen zu können. Okay, dann hoffen wir jetzt. Seahorse. Oh, Narwhal. Oh, yay, Narwhal. So, jetzt gehen wir Narwhal und dann wird ein Seahorse kommen. Narwhal. Oh, ihr könnt euch auch die Ohren zuhalten, wenn ihr das nicht hören möchtet. Nee, aber dafür haben wir Shark. Ein Shark? Oh, das ist gut. Das ist noch ein Legendary. Ach, oh, guck und mal. Yay! Oh, wie schön. Ich weiß jetzt nicht, ob sie mich oder den... Oh nein, sie meint mich. Manchmal weiß ich nicht. Wenn man so ein gutes Tier raus, na, dann denke ich so, meint sie mich und das da? Oder meint sie das Tier? Oh, jetzt. Ich denke, das ist nur nachts so. Ah, das ist ja spannend. Okay. Jetzt wird... Oh, du bist gerade geschlüpft und du musst duschen. Ja, so ist das mit den frisch geschlüpften. Okay, bye now. Und... Was machst du da? Sound Effects. Und noch ein Clownfisch. So, komm, mach mal noch eins auf. Vielleicht kriegen wir noch einen Oktopus. Ach du Gott, da ist ja fast die ganze Gumball. Ah, jetzt hast du gerade Club Ava am Namen gemacht. Nee. Erst hattest du nicht Club Ava am Namen, nein. Das ist ein bisschen spät. Ich denke, dafür wird es Neon-Delfin.
Die Idee mit dem Club Ava ist, Dolphin. Dass sie ja immer Club Ava Namen haben. Ja. Und nicht erst, wenn ihr die Avi seht. Sorry, ja, Leute. Ja, sorry. Wir können einen Neon-Delfin machen. Sehr, 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 sehr cool. Okay, was hier? Ja, okay, ich bin auch hier. Ich bin... Oh, danke. Oh, wie lieb. Ja, normal, baby. Ich finde deine Lippe so süß. Also. Ich finde das so schön, wie ihr euch freut, wenn ihr die Ava im Spiel seht. Wir machen, bis ich pleite bin. Ja, gute Idee. Pleite, pleite. So, wie viele hast du gesagt? 7500? Wir haben mit 15.000 vorhin angefangen. Dann haben wir insgesamt 21.000 Box ausgegeben für Ocean Eggs. Ich will gar nicht wissen, wie viel das in echtem Geld ist, sonst weine ich. Ja. Und auch ein Delfin. Oh. Mal schauen. Ich so, oh, wie süß. Nächstes. Gut, mal schauen. Ich hätte gerne, dass wir einen Neon-Oktopus machen können. Aber so viele hatten wir noch gar nicht dafür, dass das meist das commonste Tier ist. Kannst du mich grüßen? Heißt Victoria. Hallihallo, Victoria! Und Seahorse. Oh. Okay. Wie viele Seahorse haben wir jetzt? Oh, vier! Vier, yay! Wir können ja ganz viele Neon-Tiere machen. Das ist voll cool. Person da hinten, du bist ein bisschen zu spät. Oder ein bisschen zu früh. Ja, Narwhal! Yay! Seid ihr jetzt auch noch ein Narwhal? Ich hab hier langsam Angst. Dirk Nummer 2, Dirk Nummer 3, Dirk Nummer 4, Dirk Nummer 5. Ja, wir haben es verstanden. Alles für Dirk. Das mit dem Hotdog stand direkt vor dem Gumball-Ding. Das ist natürlich witzig. Yay, noch ein Dolphin. Okay. Wir wollen aber einen Shark oder einen Oktopus. Ja. Oh, wir sind jetzt pleite. Sorry, Mama. Oh, nein. Hatten wir nur ein Legendary? Oh, ich bin voll traurig. Oh, Mann. Hi, Michelle. Okay, Gatscha unterstrich Mimi 0. Das ist ja voll traurig. Können wir jetzt kein Legendary? Warte. Wir haben nur zwei Sharks. Wir können ein halbes Legendary machen. Und zwei. Ein halben Wir Oktopus. Könnten einen halben Shark-Oktopus machen. Was hältst du davon? Okay. Wir gehen nochmal in deine Roblox-Gruppe. Komm, wir haben ja gesagt, wir grüßen noch. Okay, gut. Erste Shoutout geht an Eleonora20128. Hallihallo, Moa. Und zwar, welcher Name ich heute ausgesprochen habe. So gut. Und das letzte Shoutout geht an Jana. Hallihallo. Dann danken wir euch fürs Zuschauen. Freuen uns über einen dicken Daumen nach oben. Wir sehen euch morgen im Video wieder. Und Sonntag um 19 Uhr im Live. Bis dahin. Ciao.